bin hier im Browser auf der Drawbot-Website. Es hat hier einen Link Download. Und dann kannst du die Software Drawbot runterladen. Ich habe sie schon runtergeladen und sie läuft hier schon im Hintergrund. Aber bevor ich dort reinschreibe, möchte ich ein paar andere Websites zeigen. Die hier, die Drawbot-Seite, die kann man eigentlich immer offen haben. Es gibt hier auf der linken Seite eine Referenz, wo man nachschlagen kann, wenn man ein Problem hat oder nicht weiss, wie etwas geht. Und ich brauche das eigentlich die ganze Zeit, wenn ich mit Drawbot arbeite. Das ist eine Webseite, die heisst dailydrawbot.tumblr.com. Das ist ein Blog von Just von Rossum, das ist der, der die Software ursprünglich geschrieben hat. Und der hat da eine Zeit lang jeden Tag so Animationen produziert. Das ist ganz interessant, um mal zu schauen, was man mit Drawbot alles machen kann. Und dann gibt es da die Twitter-Seite von Drawbot, das Twitter-Konto von Drawbot. Da findet man alles, was unter dem Hashtag Drawbot-App rauskommt, und auch dort findet man einen Haufen Beispiele mit Animationen und programmierten Bildern. Hier habe ich Bilder gesucht von der Annie Albers. Das war eine, die am Bauhaus unterrichtet hat, bevor sie auf Amerika flüchten musste. Die hat nicht programmiert, die hat gewoben. Aber Weben und Programmieren oder programmierte Grafik und Weben, das ist ziemlich nahe. Das ist einfach eine interessante Person auch sonst. Das ist ein programmiertes Bild von der Vera Molnar. Und das ist nochmal eins. Die ist gerade kürzlich im Museum Muda vis-à-vis von der ZHDK ausgestellt gewesen. Das ist ein programmiertes Bild von Frieder Nacke. Das ist einer, der in den 60er Jahren, wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit wie Vera Molnar, angefangen hat, programmierte Bilder herzustellen. Es gibt noch viel mehr Beispiele für so Leute. Aber das sind zwei, die ich interessant finde. Und das ist zeitgenössisch. Das ist einer, der heisst Raven Kwok. Das ist ein Chines, der in Amerika lebt. Und jetzt im Moment gerade im Muda ausgestellt wird. Das sind die Namen, die ich hier aufgeschrieben habe. Aber die Liste wäre natürlich viel länger. Ich habe einfach gedacht, ich mache ein paar Beispiele, bevor ich hier anfange, damit man eine Idee hat, um was es hier eigentlich geht. Also, wir bewegen uns da ein bisschen in Richtung Kunst. Aber das soll nicht heissen, dass wir da nicht ein Werkzeug vor uns haben, wo auch für Designer wie muss ich es jetzt sagen? Das soll nicht heissen. Doppelte Verneinung ist immer schwierig. Das soll nicht heissen, dass wir hier nicht ein Werkzeug haben, das für Designer interessant wäre. Gut. Das ist Drawbot. Auf der linken Seite ist es grau. Dort kommt der Output, sobald es einen gibt. Und rechts ist es leer. Dort stehen Meldungen von der Software an uns. Im Moment ist das auch leer, es gibt noch nichts zu melden. Und oben dran, das ist der Programmteil, das ist der Texteditor. Das ist also eigentlich in sich geschlossen eine kleine Entwicklungsumgebung, die wir hier haben. Man kann die Fenster hier grösser und kleiner machen, man kann es sogar so klein machen, dass man meint, man hätte es zugemacht. Aber es gibt da so ein Kugel. Und wenn man darüber fährt, kann man sie wieder auftun. Es gibt hier auf der linken Seite sogar
nochmal so ein Kugel, das man aufziehen kann. Das ist nützlich, wenn man einen Output hat, der mehrseitig ist. Man kann mehrere Seiten generieren und dann kommt man da eine kleine Miniatur von jeder generierten Seite rüber. Aber meistens kann man das zulassen. Und dann gibt es da oben also Knöpfe, die man anklicken kann. Der wichtigste ist der hier, das heisst Run. Das ist, um das Programm ausführen. Und dann hat es Comment und Uncomment, das heisst, eine Zeile ausschalten oder eine ausgeschaltete Zeile wieder einschalten. Also die Ausschaltung passiert, indem das vor der Zeile ein Router geschrieben wird und dann wird sie nicht mehr interpretiert. Und dann hat es hier noch zwei Knöpfe, Indent und Dedent, also einrücken und ausrücken. Das gleiche kann man mit der Tabulator-Taste machen und mit Shift-Tabulator und kommentieren und unkommentieren ist wahrscheinlich einfach Alt 3. Vielleicht gibt es dort auch ein Tastenkürzel. Und um das Programm ausführen, kann man auch Kommando R drücken. Ich brauche dort viele eigentlich nie, aber für den Anfang ist das vielleicht nützlich. Da oben sieht man vielleicht auch so Sachen, so Kürzel, Python, Indent und Dedent, Kommando, Ecke, Klammer nach rechts. Ich glaube, Shift-Tabulator funktioniert auch. Oh nein, es funktioniert nicht. Kommando Alt 6, Kommando Alt 5, furchtbar kompliziert. Und kommentieren und auskommentieren ist Kommando Alt 8 und 9 wahrscheinlich. Schrecklich. Das brauchst du eigentlich nicht. Man kann einrücken mit der Tabulator-Taste. Man darf einfach nicht die ganzen Ziele auswählen, wie ich vorher. Und mit Backspace ist wieder gut. So, das ist natürlich kein Programm hier, sondern einfach eine Folge von Namen. Wenn ich das würde ausführen, und sofort eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldungen hier, also wenn es hier unten roten Text gibt, ist das eine Fehlermeldung. Fehlermeldungen gibt es immer dann, wenn der Code, den du geschrieben hast, nicht kann interpretiert werden, sobald du versuchst, das auszuführen. Die Fehlermeldungen können für ungeübte Programmierer oder Leute, die neu sind in der Programmierung, gilt sehr frustrierend sein. Aber du wirst sehen, je länger dass du dich mit dem auseinandersetzt, desto mehr helfen dir die Fehlermeldungen. Es steht zum Beispiel immer, wo das der Fehler passiert und was für ein Fehler passiert. Und das kann einem total helfen, dabei herauszufinden, was man schief eingetippt hat. Wenn ich das alles lösche, und das Programm dann ausführen, dann gibt es keine Fehlermeldung mehr. Das ist ein Programm, das tadellos läuft. Es passiert einfach nichts. Jetzt, was kann man denn da machen? Zuallererst haben wir gesehen, dass da nur bestimmte Arten von Eingaben funktionieren. Wenn man eine falsche Eingabe macht, also nicht in der Sprache redet, wo erwartet wird, dann kommt es zu Fehler. Etwas, was der Computer kann, ist rechnen. Wir können zum Beispiel fragen, was gibt 4 plus 4. Wenn wir das ausführen, dann gibt es eine Fehlermeldung. Es steht Syntax Error, Invalid Syntax. Das heisst, der Computer kann mit so Sachen nicht anfangen, da was gibt, das versteht er nicht. Aber 4 plus 4, das versteht er. Keine Fehlermeldung. Nur sieht man nichts. Das Programm wird ausgeführt, der Computer rechnet aus, was 4 plus 4 gibt und alles ist gut. Aber wir könnten uns das ausdrucken, wir könnten uns zeigen, was das gibt und für das gibt es eine Funktion und die heisst print und dann eine Klammer und dort drinnen
eine Rechnung zum Beispiel. Und dann sehe ich hier unten, das heisst übrigens Konsole, in der Konsole sehe ich 8, das Resultat. Oder könnte man etwas dazu tun, zum Beispiel 12. Jetzt gibt es 20. Du siehst auch, es kommt nicht darauf an, ob es Leerzeichen rund um den Operator hat. Vielleicht gehen auch 2. Die Rechnung funktioniert immer noch. Man kann hier beliebig so weitermachen. Also Print. Tu etwas in die Konsole hineinschreiben. Und Rechnungen kann man machen. Man kann auch anderes Zeug printen, zum Beispiel ein Wort. Hello World. Oh nein. Invalid Syntax. Der Computer ist limitiert in seiner Auffassungsgabe. Er versteht Zahlen sehr gut, aber mit Zeichenfolgen ist es schwieriger. Wenn man Text verwenden in einer Programmiersprache, dann muss man den Text auszeichnen mit Anführungszeichen. Sonst meint der Computer, das seien Wörter in dieser Programmiersprache, die man schreibt. Und wenn es in dieser Programmiersprache die Wörter nicht gibt, dann gibt es einen Syntaxfehler. Wenn ich das ausführe, dann steht die Zeichenkette oder der Text in der Konsole. Also das funktioniert. Geteilt durch ist ein Schrägstrich. Das funktioniert. Übrigens gibt es 2 verschiedene Arten von Division. Eine mit Kommastelle und eine ohne Kommastelle. Wenn man es geteilt durch Zeichen doppelt schreibt, ist für uns aber wahrscheinlich nicht so wichtig. Und es geht auch noch. Das ist auch okay für den Moment. Also, ich wiederhole noch einmal, funktionieren tut alles, was der Syntax entspricht von dieser Programmiersprache, was von der Software kann als Python interpretiert werden, sobald das Programm, das du geschrieben hast, ausgeführt wird. Wenn man irgendeinen Output möchte, in der Konsole muss man schreiben Print mit einer Klammer und dann das, was man in die Konsole hineinschreiben will. Und brauchen als Ausdrucksmittel können wir Zeichenfolgen. Die müssen in Anführungszeichen stehen. Oder Zahlen zum Rechnen. Der Print-Befehl ist für uns aus einem bestimmten Grund interessant. Das ist nämlich die erste Funktion, die ich vorstelle. Eine Funktion ist ein ganz bestimmter Baustein in einer Programmiersprache. Und er hat immer das gleiche Muster, nämlich zuerst eine Zeichenfolge und nachher eine Klammer. Wenn du übrigens eine Klammer schreibst hier im Drawbot, wird sie immer automatisch geschlossen. Du kannst aber, siehst du, da blinkt es. Wenn du eine geschlossene Klammer schreibst, dann schreibt es über die automatisch eingefügte Klammer rein. Du musst also nicht extra reinklicken, um aus der Klammer rauszukommen. Also eine Funktion ist immer ein Wort, direkt gefolgt von einer Klammer. Das Muster werden wir ganz viel sehen jetzt. Und es gibt Funktionen, wo nichts in der Klammer steht. Und es gibt Funktionen, wo etwas drinnen steht, wie zum Beispiel Print. Also wenn jemand Funktion sagt, ist immer das hier gemeint. Und das gibt es in ganz vielen Programmiersprachen.
die sehen meistens so aus. Also auch in JavaScript zum Beispiel hat eine Funktion, eine Klammer am Schluss. Es gibt Funktionen, die kommen direkt aus Python, aus der Programmiersprache. Und es gibt Funktionen, die kommen aus Drabot. Die sind extra für Drabot gemacht worden, damit du sie kannst brauchen, um programmierte Grafik herzustellen. Python weiss nichts von programmierter Grafik, aber Drabot kennt das. Und die Sprache, die man in Drabot redet, ist Python. Mit gewissen Erweiterungen. Zum Beispiel gibt es eine Funktion, die heisst NewPage. Und dort kann man etwas hinschreiben, nämlich die Größe von einer Seite, die man möchte generieren. Zum Beispiel in Zahlen. Tausend und Tausend. Das erste ist die Breite und das zweite ist die Höhe. Ich habe das jetzt das mal nicht mit dem Knopf ausgelöst, sondern mit Kommando R, weil ich nicht nachgedacht habe. Also NewPage ist der Name der Funktion und die zwei Zahlen, das sind die Angaben, die die Funktion versteht. Es braucht zwei, bei drei gibt es wahrscheinlich einen Fehler. Man hat zu viel angegeben und wenn es nur eins ist, gibt es wahrscheinlich auch einen Fehler. Das heisst, wir machen hier zweidimensionale Geschichten und wir müssen beide Dimensionen berücksichtigen, damit der Robot eine neue Seite herstellen kann. Auf die Seite können wir dann zeichnen. Die Masseinheit, weil es geht um eine Masseinheit, 1000 Breite, 1000 Höhe. Die Masseinheit ist Pixel. Falls wir das am Schluss als Bitmap-Bild abspeichern. Oder Punkt, falls wir es printen. Aber solange wir uns für kein Output-Format entschieden haben, produzieren wir hier Vektoren, die beliebig gross oder klein werden können. Was wir hier auch machen können, ist eine Zeichenkette als Argument angeben in einer Funktion. Was in einer Funktion hier in der Klammer steht, bezeichnet man als Argument. Anstatt Zahlen als Argument anzugeben, können wir eine Zeichenfolge angeben, zum Beispiel A4. Das produziert eine Seite im Verhältnis A4. Oder man kann Landscape hinterher schreiben, gross L Landscape. Und dann gibt es ein Square-Format. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Argumenten zum Seiten machen mit allen gängigen Papierformaten. Die kann man nachschauen. Das ist jetzt genau so ein Fall, wo man da die Referenz auf der Drabot-Webseite brauchen kann. Und zwar hier hat es einen Punkt, der heisst Canvas. Und dann im Submenü, der heisst Pages. Und dann ist hier die NewPage-Funktion. Dann stehen irgendwo alle möglichen Werte. 10 mal 14, A0, B4, Letter, Legal, Tabloid, ich habe keine Ahnung, was das ist. Quarto, das ist glaube ich für Bücher. Also da gibt es eine ganze Reihe von Voreinstellungen, die du kannst brauchen, um Seiten in der richtigen Größe zu produzieren. Und dann muss man natürlich etwas auf die Seite drauf tun. Zum Beispiel ein Kreis. Ein Kreis braucht vier Argumente. Was sind jetzt das für Argumente? Könnt ihr das mal auf 0 setzen? Das erste ist die Position auf der X-Achse. Das zweite ist in dem Fall die Position auf der Y-Achse. Und wir sehen, im Drabot ist es nicht wie im Browser.
Im Tralbot ist der Nullpunkt unten links, nicht oben links. Also je höher der Y-Wert, desto weiter rauf wandert der Kreis. Es gibt übrigens noch eine schöne Funktion im Tralbot. Du kannst einen Wert auswählen, die Kommandotaste drücken, mit dem Cursor über den Wert fahren, klicken und dann ziehen. Und jedes Mal, wenn sich der Cursor bewegt, solange du die Kommandotaste gedrückt behaltest, wird das Programm neu ausgeführt mit dem angepassten Wert. Das kann ganz interessant sein, wenn man auf die Schnelle so eine ganze Bandbreite ausprobieren will. Hier in unserem Fall ist es relativ banal. Gut. Der Kreis ein bisschen grösser. Und dann könnte man noch einen zweiten Kreis machen. Und dann, wenn man jetzt möchte, dass der zweite Kreis da außen ist, dann muss man wahrscheinlich bei 300 anfangen, weil, das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt, aber die zwei anderen Argumente da, das ist die Ausdehnung vom Kreis. Das erste ist die Ausdehnung auf der X-Achse und das zweite ist die Ausdehnung auf der Y-Achse. Wenn ich das aufsetze, gibt es ein Oval, eine Ellipse. So, und jetzt tun wir hier einfach einen Kreis machen, bis die Seite voll ist. Und man kann sich vorstellen, das wird mit der Zeit ein bisschen uninteressant, wenn man da jetzt von so Ovalfunktionen untereinander zu stapeln. Aber bevor wir jetzt da ein bisschen interessantere Sachen anschauen, in einem Programm ist es teilweise wichtig, was zuerst kommt und was nachher kommt. Also wenn ich New Page erst schreibe, nachdem ich den Kreis gezeichnet habe, dann werden die Kreise zuerst gezeichnet und weil es da kein Papier gibt, macht der Roboter einfach selber ein Papier. Und die Page, die der Roboter dann generiert, die ist immer 1000 mal 1000 Pixel groß. Und dann werden die zwei Kreise gezeichnet auf das erste Papier und dann New Page A4. Und dort ist natürlich nichts drauf. Also das heisst, die Seitenangabe oder das Generieren von der Seite muss kommen, bevor wir vorher davon zeichnen. Außer du bist einverstanden damit, dass das Papier 1000 mal 1000 gross ist und dann kannst du die erste Zeile hier auch schenken. Übrigens, jetzt könnte man hier schauen. Das sind die zwei Miniaturen, die ich gesagt habe. Wenn es mehrere Seiten gibt im Output, dann sieht man hier die Miniaturen von diesen Seiten. Also du siehst, es wäre jetzt möglich mit dem, was wir jetzt wissen, wenn man sich das zusammenreimt, es ist möglich, Plakatserien im Format A0 mit Auflagen von 100'000 herzustellen, mit weniger Zeilen Code. Jetzt, bevor wir aber schauen, wie wir 100'000 Plakate auf einmal herstellen, brauchen wir noch ein paar Zutaten. Und die Zutaten, die wir brauchen, um hier Grafik zu programmieren, sind einerseits Funktionen und Loops oder Schleifen, um etwas zum Beispiel 100'000 Mal zu machen. Wobei, ich sage jetzt immer 100'000 Mal, ich möchte gerade an dieser Stelle davor warnen, etwas 100'000 Mal zu machen. Das kann sehr lang dauern, bis es dann 100'000 Mal gemacht ist. Also vielleicht ist 1000 Mal der sicherere Wert. Loops, Funktionen, Bedingungen und, was wir jetzt als allererstes anschauen, Variablen. Das sind so über den Daumen gepeilt die vier Bausteine, die du wirst brauchen. Und wenn du ungefähr dich auskennst, was ist, dann ist der Rest ein bisschen wie Lego spielen oder stricken oder weben.
jetzt löscht du mal alles und geht zurück aufs Format A4. Ich habe vorhin gesagt, wenn ich eine Rechnung mache, zum Beispiel 4 mal 3, das Malzeichen ist übrigens der Stern, dann nachher kann ich das Programm ausführen, aber ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nicht, was mit dieser Rechnung passiert. Der Computer tut das zwar brav rechnen, aber es gibt keinen Output, es passiert nichts, wo ich könnte sehen. Was ich aber kann machen, ist, ich kann eine Variable machen und die Rechnung dort drin abspeichern, beziehungsweise das Resultat. Man hat übrigens in Programmiersprache, wenn man so etwas hat, von einem Ausdruck, und ein Ausdruck oder auf Englisch ein Expression, das ist immer etwas, das interpretiert werden kann zu einem Wert. Also das, aus dem kann man den Wert 12 machen. Und den Ausdruck, den können wir speichern. Zum Beispiel in einer Variable, die heisst foo. Das kommt mir gerade im Moment nicht besser in Sinn. Und die Speicherung, die passiert mit dem Gleichzeichen. Also links steht immer der Name der Variable, dann kommt das Gleichzeichen und dann die Expression oder die Rechnung oder was auch immer man dort drin will speichern. Man kann erstaunlich viel in Variablen speichern. Das Ausführen ist nicht passiert, aber die Wertzuweisung, das ist der Fachbegriff, die Wertzuweisung, die hat funktioniert. Wenn ich weiter unterschreibe, print foo, und das ausführe, dann sehe ich tatsächlich ein Resultat. Und wenn wir so bei so blöden Variablen nehmen sind, da gibt es einen, der dazugehört, nämlich bar. Was passt zu 12, passt zum Beispiel 6. Und dann könnte ich sagen, print foo geteilt durch bar. Und ich erwarte, dass 4 mal 3 ersetzt wird mit 12. 12 wird in foo gespeichert. 6 wird in bar gespeichert. Und da wird foo mit 12 ersetzt. Und bar wird mit 6 ersetzt. Das gibt den Ausdruck 12 geteilt durch 6. Und das wird evaluiert, ist der Fachbegriff, zu 2. Und die Print-Funktion tut das nachher hier reinschreiben. So. Und es ist 2,0, weil ich das einfache geteilt durchgewählt habe. So gibt es keine Kommastelle. Gut, die Konsole, das ist natürlich nicht unser Output, Output-Werkzeug, das wir brauchen. Wir wollen ja da einen etwas haben. Aber was wichtig ist jetzt mit diesen Variablen, ist, Variablen sind das Mittel, um gewisse Werte, die man damit möchte schaffen, irgendwo abzulegen und zu einem späteren Zeitpunkt im Programm wieder zu brauchen. Ein praktisches Beispiel wäre zum Beispiel das Einmitten von einem Kreis. Und das ist relativ schwierig, wenn ich das von Hand mache. Aber mit ein paar Variablen und ein paar Rechnungen geht es ziemlich einfach. Einfach ist natürlich immer ein relativer Begriff. Aber zuallererst könnte ich mir mal die Breite von dieser Seite anzeigen. Es gibt nämlich in der Robot Funktionen, wo die Breite und die Höhe von einer Seite, wo man sich gerade drauf befindet. Also, man befindet uns nicht auf dieser Seite, aber die ist gerade aktuell, weil ich eine generiert habe. Und alles, was nachher kommt, bevor eine nächste Seite generiert wird, behandelt die Seite. Ich könnte jetzt hier schreiben, Width, ebenfalls gefolgt mit einer Klammer, also Achtung, du hast jetzt eine Klammer in der Klammer. Die Funktion Width gibt die Breite von dieser Seite aus. Und
die Breite von dieser Seite wird nachher mit Print hier in die Konsole geprintet. So, 595. Jetzt kannst du schnell googlen, wie viele Punkte eine A4-Seite breit ist, und dann wirst du sehen, dass eine A4-Seite, wie viel ist es? 21 cm. 21 cm. Komm, wir machen es doch schnell zusammen. Punkt, Zentimeter. Lange das echt? Umrechnung, Millimeter, Zentimeter, die Punkt. Wir brauchen den DTP-Punkt. 210 mm. Und da setzt es dann stehen. 595. Es hat Kommastellen, aber 595 bei 210 mm. Nicht schlecht. Und die Höhe können wir uns auch angeben. So. 595. 842. Und jetzt könnt ihr davon ausrechnen, ich hätte einen Kreis, oder? Und der Kreis, sagen wir, ist 200 mal 200 dimensioniert. Und der soll da in die Mitte. Und jetzt müssen wir herausfinden, ja, was ist jetzt das X und was ist jetzt das Y? Und das ist schreiben kompliziert, 595 geteilt durch 2 und dann 200 geteilt durch 2 und dann 595 geteilt durch 2 minus 100. Und ich muss dann ein Blatt Papier nehmen und davon Zeug aufschreiben. Aber das kann der Computer viel besser als ich. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass der Durchmesser gleich 200 ist. Dann kann man das hier packen und hier rein pasten. Funktioniert immer noch. Und dann könnte man sagen, Position X. Es gibt übrigens verschiedene Arten und je nach Religion verschiedene Arten davon, wie man wie man Variablen schreibt. Es gibt Das ist eine dumme Idee, weil das könnte man als Minus interpretieren, aber das ist eine Art. Oder Camel Case ist klein gross. Ich mache es jetzt so. Pos x gleich 0. Pos y gleich 0. Und dann tun wir das hier da oben rein. Und jetzt habe ich das Argument von der Oval-Funktion komplett ersetzt mit Variablen. Funktioniert immer noch tiptop. Die Variablen hier verwende ich sogar wiederverwenden. Einmal für die Breite und einmal für die Höhe des Oval. Das ist immer 200. Und jetzt könnte man übrigens auch das probieren, was ich vorher gezeigt habe, Kommandotaste drücken. Und hier ein bisschen ziehen. Und dann schauen wir, wie groß darf es denn sein. Gut. Jetzt ist die Frage, wie kommt das Ding hier rauf? Jetzt kann ich hier vorrechnen, zum Beispiel. Wenn ich das mache, von X so gross wie die Breite vom Papier, Pos y so gross wie die Breite wie die Höhe vom Papier, dann wird der Kreis hier oben rechts gezeichnet, dann sieht man nicht mehr. Sobald ich hier anfange, etwas zu subtrahieren, ich muss natürlich auf beiden Achsen machen, kommt der Kreis hier langsam wieder ins Papier rein. Jetzt ist die Frage, wie viel? Oder beziehungsweise, wieso subtrahieren? Man könnte einfach sagen, geteilt durch 2. Das ist doch die Mitte. Tipptopp. Nur, da ist die Mitte. Und von da aus wird das Oval gezeichnet, weil das Oval wird da eine Art wie ein unsichtbares Rechteck hineingezeichnet. Und der Ankerpunkt ist da unten links. Im leeren Raum. Und von da aus wird das Zeichen, das heisst, das muss ich subtrahieren.
Jetzt muss ich den Durchmesser hier aufnehmen, sonst gibt es Probleme wegen dem Vorher und Nachher. Also, Breite 500 irgendetwas geteilt durch 2. Das ist da. Und jetzt müssen wir weiter hier über. Das heisst, minus wie viel? Minus die Hälfte vom Durchmesser. Minus Durchmesser geteilt durch 2. Und dasselbe für die Position Y. Und jetzt ist der Kreis eingeschnitten. Und das Beste ist, weil man all die Werte programmatisch herausfindet, kann sich der Wert beliebig verändern. Also wenn ich jetzt auf 400 gehe und den Kreis verdoppelt, dann wird er immer noch eingemittet sein, weil von der halben Breite wird der halbe Durchmesser abgezogen. Das ist egal, wie gross der Kreis ist. Der Ursprungspunkt, von wo aus der Kreis gezeichnet wird, der wird sich immer am richtigen Ort platzieren. Also wenn ich jetzt da wieder mit der Kommandotaste ziehe und stoße, dann sieht man, dass der Kreis immer schön in der Mitte bleibt, weil mein Wahnsinnsalgorithmus da, der positioniert das immer am richtigen Ort. Also das ist ein erstes Beispiel für einen erfolgreichen für ein erfolgreich programmiertes Bild. Ich könnte jetzt hier vielleicht noch eine Farbe geben. Das brauchen wir nicht mehr. Kurz bevor man zeichnet. Auch das ist eine Funktion, die heisst fill. Und wenn man nur ein Argument gibt, es muss zwischen 0 und 1 sein, dann gibt es eine Graustufe. 1 ist weiß, 0 ist schwarz. Aber wenn ich mehrere Argumente angebe, dann gibt es einen RGB-Wert. Man kann es sicher auch auf das Mikro umstellen. So, jetzt. Haben wir die japanische Fahne programmiert. Jetzt wollte ich noch etwas sagen und habe es vergessen. Das war wahrscheinlich nichts Wichtiges. Ah ja, genau. Die Frage ist jetzt wahrscheinlich sofort, ja, was soll das mit diesen Werten zwischen 0 und 1? Wir sind uns gewöhnt, da 255 hineinzuschreiben, oder? Werte zwischen 0 und 255. So, dass man 256 Stufen hat. Und es ist ja auch mühsam, wenn wir hier von 0,3 schreiben, wieso ist das so. Ich bin nicht ganz sicher, warum das so ist, aber ein Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, es gibt eine Funktion in Robot und die kommt aus Python direkt. Also es ist eigentlich nichts Robot-Eignungs, die heisst random. Ich schreibe jetzt das hier in eine Print-Funktion rein, damit wir da unten etwas sehen. Random, das ist auch so etwas, das gibt es in jeder Programmiersprache und das heisst, ich glaube, überall so. Das generiert eine Zufallszahl. Du hast es erraten zwischen 0 und 1. 0,83019, 0,25575, 0,147. Jetzt könnte man das hier nehmen und die Funktion anstatt der Rotwert in meine Farbfunktion reinpasten. Und dann gibt es jedes Mal, wenn ich das ausführe, einen anderen Wert. Das ist jetzt ein bisschen geheimnisvoll. Ich könnte jetzt hier das da aufnehmen. Und versuchen anzuzeigen, was der Wert ist. Nur, das gibt mir jetzt zwei verschiedene Zufallszahlen. Zuerst auf Ziel 8,
Die wird dann hier unten eingeschrieben und die zweite wird gebraucht, um den Rotkanal zu brauchen. Auch hier helfen uns Variablen. Ich kann sagen, my red gleich. Also ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass man bei jeder Variable muss einen Unterstrich schreiben. Ich könnte jetzt hier zur Abwechslungsweise mal Camel Case machen. Da ist der Kamelbuckel. Und dann die Zufallszahl in die Variablen rein speichern. Und dann hier im Rotkanal, also die drei Argumente von dieser Fill-Funktion, die stehen für R, G und B. Das zweite 0 ist der grüne Kanal und das dritte 0 ist der blaue Kanal. Und jetzt wird die gleiche Zufallszahl gebraucht, um hier reinschreiben und nachher möchte ich noch wissen, was es war. Also 0,2, das ist relativ nah an 0. Das ist relativ wenig rot. Und je höher das die Stelle hier wird, desto näher sind wir an 1, desto voller wird der Kanal, also desto mehr wird der Rotkanal geöffnet. 0,6 ist ein helles Rot, 0,7 ist noch heller, 0,3 ist wieder dunkel, 0,8, da geht es in Richtung Japan. Jetzt kann man natürlich dort die Sachen davon machen. Und sagen, wird immer den Rot- und den Blau-Kanal haben, aber beide unterschiedlich offen. Jetzt haben wir 0,1 Rot, also wenig Rot und viel Blau. Wenig Rot, mittelblau. Ein Haufen Rot und ganz wenig Blau. Und so weiter. Es gibt übrigens mit der Print-Funktion auch die Möglichkeit, hier mit Kommas mehrere Argumente hineinzuschreiben. Ich kann zum Beispiel das machen. Da gibt es einfach ein Leerzeichen zwischen diesen zwei Werten. Dann stehen sie auf einer Zeile. Oder ich kann zuerst schreiben aufpassen, dass man da kein Komma vergisst. Und also auf diese Art kannst du dir mit dem Print-Statement auch gewisse Hilfestellungen bauen, wenn das Programm kompliziert wird und du nicht mehr weißt, welche Variablen macht was. Dann kannst du zum Teil so richtige Kommentare da in die Konsole reinschreiben, die dir helfen, im Auge zu behalten, was da im Output genau vor sich geht und was dieses Programm jetzt gerade für Zahlen ausspuckt. So, das wäre ein erster Einstieg gewesen ins Thema programmierte Grafik mit Funktionen und Variablen.